So, dann machen wir mal weiter. Hier. Was wollten wir jetzt hier unten machen? Der hat noch... Was fehlt ihm denn noch? Immer noch ein Chiso? Warum fehlt ihm immer noch... Ach, weil der jetzt hier die ganze Zeit am Ackern ist für die Planks. Dem geben wir jetzt mal den Auftrag, er soll Chiso machen. Und das Ding Move on Top. Damit ist das der nächste Auftrag. So. Wieso liegt hier eine Felling Axe? Ja, das hat dann wohl unser Typ, als wir ihm der Squad zugewiesen haben, hat dann einfach mal seine Felling Axe direkt fallen lassen. Sowas passiert ganz gerne mal. Wenn das Überhand nimmt oder deine Gnome halt viel zu überarbeitet sind und dementsprechend keine Zeit mehr finden, sich vernünftig zu equippen, gibt es einen kleinen Trick. Den zeige ich euch hier. Ach verdammt, dafür brauchen wir 5x5 Raum, oder? Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Und zwar wollte ich jetzt eine Guard Area machen. Ne, eine Guard Area ist beliebig. Der Trainingsraum, der ist nicht beliebig. So, jetzt legen wir hier eine Guard Area an. Das ist eine Guard Station. Und den können wir jetzt sagen, okay, ich will, dass eine Squad hier immer steht. Zu einer bestimmten Uhrzeit. Und sonst nichts macht, im Endeffekt nur dort Wache steht. So, wir haben es jetzt 16.17 Uhr im Spiel. Ja. Und dementsprechend sage ich, passt auf, jetzt sollen alle von euch ackern. So, was jetzt passiert ist, dass die sich jetzt tatsächlich alle equippen. Jeder, der zumindest gerade theoretisch beim Arbeiten ist, war Gus, unser Woodcutter, der schläft gerade. Das heißt, es nutzt das gerade herzlich wenig. So, none. Jetzt haben die wieder keinen Auftrag und verziehen sich halt wieder. Aber hätten sie, wären sie bis jetzt eben nicht equipped gewesen, hier bevor sie hier reinrennen, beziehungsweise kurz nachdem sie hier reingerannt sind, feststellen, hey, es gibt Equipment, equippen sie sich dann. So, was machen wir noch? Wir werden jetzt hier mal rasch. Der war besonders gut mit Schwertern, wenn ich mich irre. Das heißt, wir stellen mal ein Stone Sword her. Haben wir hier schon. Ein Wooden Shield fehlt noch. Fehlt nur noch einer? Hatte ich zwei vorhin hergestellt oder einen? Oh, jetzt bin ich mir nicht sicher. Was wir außerdem herstellen, ist... Eigentlich sollte das Sawblade jetzt langsam mal hergestellt werden. Was fehlt ihm hier noch? Ein Chair und ein Sawblade. So, jetzt können wir natürlich hier den Stuhl herstellen. Oder wird er etwa hier hergestellt? Er wird hier hergestellt, ne? Ja, das hasse ich. Accept Generated Jobs mache ich hier aus. Ich finde das super nervig, wenn diese kleine Station, die ist eigentlich zu langsam. Das Einzige, was ich die halt arbeiten lasse, ist immer, wenn die Planks unter 10 fallen. Dann fängt sie halt an zu arbeiten, damit Planks wieder auf 10 hochkommen. Des Weiteren gebe ich dem Stonemason einen Auftrag, und zwar soll der dafür sorgen, dass immer mindestens 3 Tische vorhanden sind und immer mindestens 3 Stühle. Ja, das sorgt dafür, dass so ein paar Sachen halt immer auf Vorrat sind, weil ich halt lieber Stein dafür nehme als Holz, weil Holz halt einfach Mangelware ist, schnell. Und wenn jetzt ein Auftrag reinkommt, der halt Stühle oder sowas verlangt, oder Tische, dann nehmen sie halt die schon da sind und fangen nicht an, neue zu machen. Es sei denn, ich gebe ihnen den expliziten Befehl, stell da mal einen Stuhl oder Tisch aus dem und dem Holz hin. So. Wir brauchen noch mehr Stein. Da müssen wir jetzt hier leider das ein bisschen einreißen. Ich will nämlich noch nicht nach Möglichkeit tiefer bauen. So. Den Butcher. Wollen wir den schon mal... Na ne, wir warten jetzt erstmal, bis wir hier oben alles fertig gebaut haben. Vor allem die Sawmill, die brauchen wir unbedingt. Das hatte ich suspended. Könnten wir noch was bauen. So. Dann fangen wir drunter, hier in dem Stockwerk, schon mal an, die nächste Produktionsstätte zu bauen. Und zwar brauchen wir Lederverarbeitung, Knochenverarbeitung und den Leatherworker. Dafür reicht... Also, nee, hier machen wir Leatherworker
und Leder verarbeitet. Nee, jetzt bin ich gerade überlegen. Ich guck gleich mal. Also so funktioniert es auf jeden Fall. Wäre jetzt eine kleine, also kleine Produktionsstrecke. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob ich den Bone Carver und den anderen mit in einen Raum besitze. Gucken wir gleich mal. Wie waren das? Wir brauchen den Leatherworker und den Bone Carver. Leatherworker gibt es tatsächlich nur einen. Okay, ja gut, dann kommen hier der Leatherworker und der Bone Carver rein. Das ist auch nochmal so eine tricky Sache. Es gibt noch kein, wir haben noch keinen Bone Carver. Das ist tatsächlich ein Job, der tatsächlich bisher überhaupt noch nicht besetzt ist. So, den bauen wir dahin. Erstmal suspenden. Sekunde. Und einen Leatherworker. Ich pack den doch hier hin, oder? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Wollte ich den woanders hinpacken? Wie lange ist das noch? Ja. Ja, falsches angeklickt. Oder habe ich den Leatherworker mit was anderem zusammengesetzt? Ich pack's jetzt erstmal hier rein. Notfalls kann ich ja wieder abreißen. Da geht einem ja nichts verloren. So. Zack. Des Weiteren brauchen wir unbedingt noch unsere Industrie für Bandagen und sowas. Und die sind halt ein bisschen tricky, weil wir brauchen einen Gegenstand dafür, den wir einfach partout noch nicht haben. Und zwar eine Bone Needle. Eine Knochennadel. Und deshalb kann es halt tatsächlich sein, dass wir ein oder zwei Tiere töten müssen, um halt an Knochen ranzukommen, mit denen wir dann eine Nadel herstellen können. Aber wie gesagt, das kommt erst noch. So, dafür brauchen wir einen Loom. Machen wir den Loom. Da den Loom. Zack. Den suspenden wir erstmal. Und dann brauchen wir den Tailor Shop. Ja, und jetzt hat man es gerade gesehen, der Tailor Shop, der braucht halt eine Bone Needle. Und die ist halt, ja, schwierig ranzukommen. Damit, wenn die dann halt, wenn wir dann endlich den ersten Bone bekommen, damit die dann halt gleich losläuft, müssen wir das dann alles vorbereiten. Da muss dann erst der Butcher das Tier auseinandernehmen. Der produziert dabei dann Leder und Bones. Die werden wir dann hier einlagern und verbrauchen. Und der wird dann uns gleich eine Bone Needle herstellen, damit wir den dann bauen können und dann geht die Produktion endlich richtig los. Aber tatsächlich, das ist einer so dieser Knackpunkte, der in dem Spiel existiert. Dieses Ding braucht man und das kriegt man halt nicht so einfach. Eine weitere Sache, die wir jetzt noch rasch machen werden, ist eine Stone Door bauen, damit nämlich, falls wir angegriffen werden, die Gegner nicht hier einfach reinstürmen können. Davon bauen wir hier gleich mehrere hintereinander hin, damit die sich nämlich stückchenweise da durchkloppen müssen. Das hat dann auch den Vorteil, teilweise kämpfen die dann halt oftmals, kämpfen dann gerne oftmals auf diesen Türen quasi drauf und dann gehen ein paar der Schläge nicht auf unsere Gnome, sondern auf die Türen drauf. Das ist immer ganz gut. So. Dann werde ich hier mal gleich eine Crate hinsetzen, damit nicht andauernd jeder ihren Gnome wegen einem Lock losrennt, sondern ruhig eine ganze Reihe Locks benutzt werden können. Und der Sawmill geben wir jetzt in Auftrag Croft to 30. Ja, die soll wirklich ruhig mal richtig so 30 Planks herstellen. So. Das heißt, wir brauchen auch hier noch eine Crate, so. Super. Ah, hier liegt auch schon ein Schwert. Genau, dann können wir jetzt auch nochmal dafür sorgen, dass die sich alle bewaffnen.
Jetzt haben wir es 5.35 Uhr. So, diesmal geben wir ihnen beide, damit das jetzt nicht mittendrin eventuell abbricht. So, die tragen jetzt alle schon ein Schild. Nein, ein Schild fehlt noch, und zwar für unseren Hauptkämpfer. Und der hier trägt auch noch keine Waffe. Also keine. Wieso hat er sich das Schwert noch nicht geholt? Habe ich mich. Ist das noch nicht fertig, das Schwert? Doch. Fertiges Schwert. Wenn auch poorly crafted. Military. Position. Uniform. Der Rekrut. Ah, Right Hand Nun. Wieso denn Nun? Annie. Verdammt. Ja, kein Wunder, dass er sich nichts schnappt. So, jetzt rennt er los. So, und damit sind sie jetzt fast so maximal bewaffnet, wie ich sie hinkriege. Ich muss wohl noch ein Schild herstellen. Ich habe wohl aus Versehen ein Schild zu wenig hergestellt. Zack. Zack. So. Dann haben wir natürlich auch noch Zeitenwechsel. Das heißt, wir kommen dann irgendwann in den, also nicht Zeitenwechsel, sondern Jahreszeitenwechsel. Das heißt, wir kommen dann später in andere Jahreszeiten noch rein, in den Sommer und so weiter. Ich fange jetzt hier schon mal an, einen größeren Wheat Farm zu bauen, damit die das schon mal umflügen, bevor dann tatsächlich die erste Ernte schon stattfindet, damit die dann gleich das größere Feld nutzen können. Wir bekommen halt von einem Feld, das wir abernten, üblicherweise 1 bis 2 Seeds. Das heißt, irgendwann können wir uns mit denen quasi totschmeißen. Allerdings können wir später auch Emus haben, die fressen dann Seeds, und wir können Seeds auch, ja, theoretisch auch verkaufen, aber die bringen halt nicht viel Kohle ein. Gut. Apropos, das wäre vielleicht dann auch noch gleich eine Sache, die ich anfangen sollte, den ersten Market Stall vorzubereiten. Market Stall ist ein Spezialraum, in dem wir handeln können mit anderen. Ach, dafür brauche ich ja erstmal noch einen Ambassador. Ja, gut, das heißt, das ist doch noch ein bisschen weiterhin, aber auch das kann ich schon mal vorbereiten. Was ich jetzt hier anfange zu bauen, sind die privaten Quartiere. Ich werde jetzt jedem unserer Gnome erstmal nur so einen 3x3 Raum geben. Bereite ich auch erstmal nur vor, da werden jetzt noch gar keine Quartiere draus gemacht. Aber damit schon mal diese wichtigsten Sachen dafür vorbereitet werden, zumindest schon mal die Räume legen. Und hier mache ich einen großen Raum. Den bekommt ein Botschafter aus einem anderen Königreich. Die müssen nämlich gut bei Laune gehalten werden. Dementsprechend setze ich da halt einen größeren Raum ein. Das macht die Sache leichter, wertvolle Gegenstände reinzupacken oder genug wertvolle Gegenstände, damit er sich halt wohlfühlt. So, hier vorne zum Eingang schon mal eine Stone Door, weil es ist immer ganz doof, wenn die schlafenden Zwerge von irgendeiner Figur dann halt überrascht werden. So. Ich habe schon wieder Zwerge gesagt, oder? Ach, herrlich. Fantastisch. So. Gut. Ja, damit haben wir jetzt eigentlich unsere Grundproduktion schon so weit am Laufen. Und jetzt kann ich mal die Sachen endlich etwas freischalten hier. Das heißt, haben wir jetzt schon ein paar Tische und sowas vorbereitet? Fantastisch. Für... Was brauchen wir? So, hier brauchen wir noch ein Knife. Für den Butcher, für das Ding auch ein Knife. Die müssen halt noch hergestellt werden. Hier brauchen wir wahrscheinlich mehrere, noch 2 Barrels, genau. Und 3 Tische. So. Leider war es das heute auch schon wieder. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Eine sonnige Verabschiedung wünsche ich euch und tschüss.